gerade auf dem Weg in die Dolomiten. Wir stehen jetzt gerade hier in Österreich an dem Rasthaus Zugspitzblick. Jetzt fahren wir gleich weiter in die Dolomiten. Hier haben wir einmal das Dachzelt. Dann haben wir noch gerade vorhin eingekauft für die nächsten Tage. Ein ganzes Kameraequipment dabei, genügend Wasservorräte. Und dann wird es jetzt gleich weitergehen in die Dolomiten. Wir haben jetzt 23.34 Uhr. Bin ich jetzt hier gerade im Schlafsack. Draußen irgendwo ein Hotel. Wir sind gerade eben angekommen. Jetzt werden wir erstmal noch 4 Stunden schlafen. Und dann hoffentlich morgen einen guten Sonnenaufgang fotografieren. Sollte ganz gut werden, aber wir müssen erstmal den ganzen Spot noch suchen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir schlafen noch ein bisschen. Wir haben ja 4 Stunden, 5 Stunden Schlaf und dann geht schon wieder raus. Also mal das Beste hoffen und bis morgen. So, nach 20 Minuten sind wir jetzt hier angekommen an dem ersten Fotospot. Wir wollten eigentlich diese Bergkette hier fotografieren und suchen jetzt hier einen ordentlichen Vordergrund. Und das Einzige, was ich bisher gefunden habe, sind eigentlich diese Steine hier. Denn das andere ist schwer zu finden und ich schaue mich hier noch ein bisschen um und ich hoffe, ich habe pünktlich bis zum Sonnenaufgang irgendwas Ordentliches gefunden. Sonst war der ganze Morgen wieder für nichts. Also weiterlaufen und suchen. Eine Stunde nachdem wir losgelaufen sind, habe ich jetzt hier eine Komposition gefunden. Da habe ich wunderbar diesen kleinen Fels hier als Vordergrund und danach diese ganzen Bergspitzen. Der Langkofel heißt er, glaube ich. Und jetzt warte ich ein bisschen, bis da hinten die Sonne rauskommt. Dann werde ich ein schönes Alpenblühen hier fotografieren können, hoffentlich zumindest. Gezwungenermaßen muss ich gerade eben die Location wechseln. Hinter diesem kleinen Hügel sind die ganzen Kühe auf einmal zu mir gelaufen. Und ganz ehrlich, das macht nicht so viel Spaß, wenn man neben Kühen fotografieren muss. Klar, die machen in der Regel nichts, aber man muss das Risiko nicht eingehen. Jetzt bin ich hier an diesem anderen Spot angekommen. Was heißt anderer Spot, habe ich schnell gesucht. Bin über den Weg hier hingelaufen. Und ziemlich ähnlicher Bildaufbau, auch wieder mit Fokus-Tracking. Ich bin im Moment bei 16 mm und das braucht man hier. So, 16 mm und das braucht man hier auf jeden Fall. Hab eine 13. Verschlusszeit, Blende 8, ISO 100. Ja, das ist eigentlich die beste Variante, um diesen Spot hier zu fotografieren. Immer Blende 8. Blende 8 oder 10 habe ich meistens drauf und ISO 100, das ist klar. Und dann hier Belichtungszeit je nach Lichtsituation. Jetzt sieht man auch schön, wie hier das ganze Licht hier schön über die Wiese hier hereinstrahlt. Ich werde jetzt gleich noch 2-3 Bilder machen und dann so langsam zusammenpacken.
sehen von der Welt. Ja, ja, aber Sie sind noch jung. Das stimmt, das stimmt. Jung an Jahren. Wir haben noch einiges vor uns. Das stimmt. Aber ich glaube, es ist gar kein Tag, dass niemand hier ist, oder? Das gibt es, glaube ich, nicht, ja, nein. Auch im Winter ist ja auch schön. Ja, ich meine, da drinnen Bilder zu machen. Bilder zu machen? Ja, ja. Ja, ich glaube, es ist kein Tag. Ja, wenn es gerade regnet, dann ist es anders, dann aber sonst... Aber auch dann wird irgendein Fotograf da sein und fotografieren, glaube ich. Jawohl, die Regenstimmung und so. Genau. Ja. Das ist jetzt, wie lang ist das? 4-5 Jahre, oder? Ist schon so, ungefähr, ja. Ja, 4.